Hallo und guten Morgen vom schönsten Stellplatz in Guatemala für uns bisher. Direkt am See. Ja, sehr hell im Hintergrund, aber da See. Und da ist Frohde Bolle. Deshalb haben wir gestern auch einfach mal nichts gemacht. Super, solltet ihr auch mal machen. Einfach mal so einen Tag. Nix. Geil. Ist einfach geil. Und die besondere Aktivität, weshalb wir überhaupt hier in der Ecke sind, die haben wir einfach auf heute verschoben. Gehen wir dann jetzt mal erkunden. Kommt damit. Und ihr denkt euch jetzt, was haben sie denn bloß mit diesem dusseligen Wasserfall? Es ist ein besonderer Wasserfall. Aber diese Besonderheit lässt sich filmisch nicht so gut darstellen. Er ist nämlich heiß. Eine natürliche heiße Dusche, die in einen kalten Fluss mündet. Sowas haben wir auch noch nicht erlebt. Alle für YouTube. Voll bis zum Rand. Und ein bisschen mehr noch bei Rot. Ach Gottchen. Großstadtmensch. Kann mit der Axt näher um. Nach einer zarten Stunde Verspätung haben wir endlich unser Brot gekriegt. Wir gönnen uns heute eine Messe, ein privates Brot über den Rio Dulce. Und das da hinten ist Kilbe. Kilbe ist unser Captain. Gracias, Kilbe. Und wir gucken mal, was wir hier heute alles Schönes sehen. Der Himmel ist leicht zugezogen. Es hatte letzte Nacht geregnet. Das ist aber insofern ganz gut. Als dass wir natürlich dann nicht so viel Sonne haben. Wenn wir den ganzen Tag auf dem Dampfer sind, ist es ein bisschen besser so. We don't need a destination, let's go where the river's taking us. Mm-hmm. Over fields and through the country, letting go of everything but us. Mm-hmm. Over the If we hold tight, we can chase the Mississippi through the night, hundreds of miles away. The water is warm, let's dip our toes right in and be reborn. I don't know why we'd wait. Grab sunglasses and the Atlas, we can prove we're smarter than a phone. So jetzt sind wir in Livingston. Eine Stadt, die wohl ja schön gehypt wird für ihren karibischen Flair. Unsere Karibik-Erfahrung ist ja noch nicht so groß. Also ich war mal mit meinen Eltern, aber das ist schon viele, viele Jahre her. Dann waren wir an der karibischen Seite von Costa Rica. Wenn wir uns das jetzt hier so angucken, dann würde ich sagen, Karibik braucht man nicht. Passend zu unserem Eindruck von Livingston
riecht das hier einfach hart nach Hundekot. Warte, man sollte mal mit das Positive mal anfangen. Die Bootsfahrt her war sehr schön. Aber unser Captain ist wenig ambitioniert, irgendwie zwischendrin was zu erzählen und den Motor etwas runterzudrosseln von der Geschwindigkeit, damit er nicht so brüllt. Wir sind also einfach nur gefahren. Denn wir haben jetzt noch eine halbe Stunde, dann treffen wir uns mit unserem Captain wieder am Boot und dann geht's an den Strand. Angeblich einer der schönsten Strände in Guatemala. Let's go where there's no reception, see if we can make it on our own. Breathe deep in your chest. If we hold tight, we can chase the Mississippi through the night. Hundreds of miles away. The water is warm. Let's sip our toes right in. Ach, zum Glück haben wir keine bessere Lampe. Oh mein Gott. Ihr seht, es geht runter in eine Höhle. Und man hört sie auch im Hintergrund schon quietschen. Das nicht. Es gibt wieder Fledermäuse. Scheint schon noch ein bisschen zu gehen hier in der Höhle. Durchgang Nummer 1. Wir sitzen immer mit Klamotten in der Sauna. Ich glaube, YouTube verbietet es uns, dass wir die Klamotten aus. Hier unten geht dann so eine Treppe runter und da unten ist tatsächlich richtig heißes Wasser, weil die Hot Springs, die man da draußen findet im Fluss, die sind, naja, also... Sieht man jetzt nicht, aber da unten ist auf jeden Fall Wasser. Ich hüpfe da gleich mal rein, aber es ist wirklich, es ist richtig warm hier drin. Es ist auf jeden Fall die coolste Sauna, in der wir mal waren. Das stimmt. Nicht besonders heiß, aber die Luftfeuchtigkeit... Es ist mehr so Dampfbad. Irgendwo muss es her, also ich denke, es ist auf dem Grund von dem Wasser, muss es auch noch irgendwie Schlamm geben, der wohl gut für die Haut sein soll. Ich weiß noch nicht, ob ich mich tatsächlich traue, darin rumzumodeln. Es kostet mich auch nur 1000 Millionen Überwindung, ins Dunkle in einer Höhle runterzuklettern. Step by step, oh baby. Cool.
kommst du auch runter? Und jetzt mal mit ohne Licht. Bitte wieder Licht. Okay, aber es ist schon sehr cool. Das Einzige, was jetzt fehlt, wäre theoretisch eine Abkühlung. Scharf und ein bisschen rot. Ja, gut, also, wir sind zurück von unserer Bootsfahrt. Und nur so semi-happy. Es war nicht so prall. Wir haben die private Tour haben wir genommen. Und 800 Quetzal. Was umgerechnet irgendwie so ein bisschen mehr als 100 Euro sind. Also richtig viel Holz. Und dafür muss man sagen, haben wir relativ wenig Leistung gekriegt. Der Skipper kam eine Stunde zu spät. Er hatte nichts erzählt. Wir konnten nicht. Achso, ihr habt euch vielleicht gewundert. Der schönste Strand ist ausgeblieben. Weil sollte, haltet euch fest, 500 Quetzal mehr kosten. Mehr als 50% dafür, dass er uns eine Strecke von, also Landweg quasi 3,5 Kilometer fährt. Na, er hatte gesagt, 35 Minuten dauert es, dahin zu fahren. Ja, im Leben nicht, im Leben nicht. Wir haben ja 800 gezahlt für den ganzen Tag. Da wäre ich ja nicht nochmal 500 in der Hand nehmen, um dahin zu kommen. Ja, also die Saunahöhle war dann schon, die war ein Highlight. Das war schon ziemlich cool. Die Höhlen generell waren natürlich der absolute Oberwahnsinn. Damit haben wir ja nicht gerechnet, dass sowas noch kommt. Ja, aber die hätten wir halt, also da hätten wir, also wenn wir überhaupt 400 hätten zahlen müssen fürs Collectivo, also quasi den Bus, wahrscheinlich hätten wir sogar das für weniger gekriegt. Ja, aber, also die Höhlen waren geil. Die solltet ihr machen. Unbedingt. Livingston selbst, wie ihr sagt, uns hat es nicht so umgehauen. Ihr habt die eine oder zwei Aufnahmen nur gesehen. Weil für mehr hat es einfach nicht getaugt. Es ist eine Ansammlung von Häusern und da ist ein großer Markt und dann gibt es halt überall Souvenirs zu kaufen. Aber da ist kein schöner Strand oder der Hafen ist auch nicht schön. Da stapeln sich halt die Kollektivos. Aber das sind jetzt auch nicht irgendwie schöne alte Fischerboote. So. Ja. Also alles in allem. Ist einfach zu teuer für das, schönen das, was wir bekommen haben. Ja, das war irgendwie nicht so geil. Ja, lange Rede, ja keinen Sinn. Wir not amused, aber wer Boot fahren mag, nimmt sich ein Kollektivo und fährt auf jeden Fall zu den Höhlen. Das macht ihr. Und jetzt geht's erstmal weiter. Wir sind am Lago de Isabel. Gehen jetzt ein paar Schritte, um uns etwas anzugucken, was hier eher untypisch ist. Womit wir hier nicht gerechnet hätten. Nee, gerechnet haben wir damit wirklich nicht. Und aber der Stellplatz ist aber sehr schön, da konnten wir uns gestern gut erholen. Thank you.
Ihr habt die Bilder bereits gesehen, wahrscheinlich, eventuell. Hoffen wir. Naja, lange Rede, gar keinen Sinn. Wir schauen uns jetzt was an, was man hier nicht alle Tage sieht. Und nehmen euch dazu einfach mal mit. Wir sind zurück an unserem schönen Stellplatz. 15 Minuten zu Fuß. Die Attraktion, die wir uns angucken wollten und der wir nicht gerechnet hätten. Also das heißt doch, wir wussten, dass es sie hier gibt, weil wir haben es in der Doku gesehen, aber trotzdem würde man es nicht so richtig hier hinpacken. Das wirkt immer ein bisschen surreal. Der Eintritt 75 Quetzal. Hab gerade eben gehört, das waren 10er pro Person. Damit hätte niemand gerechnet. Schöner Park, schöne Burg, schöne Anlage im Allgemeinen. Es gibt einen Swimmingpool, ein Restaurant. Seezugang. Man kann sich also den Tag da vertreiben, wenn man das möchte. Ja, Duschen gibt es da auch. Viele Attraktionen hier haben Duschen. Die auch. Alles in allem wirklich schön. Kann man nur sagen. Empfehlen wir. Guckt es euch an, wenn ihr da seid. Ist nett. Gibt doch einen Kerker, wo die Leute dann gefesselt waren an Händen und Füßen und im Wasser standen. Wasser ist da immer noch. Ihr fangt nicht mehr. Achtung, Spoiler. Aber ansonsten ist es echt schön.
Ja. Nein, ist eine schöne Anlage, ist einfach was anderes hier. Ja. Apropos hier, wir gehen uns jetzt abkühlen, weil immer noch warm und bis dann. Hallo aus der Abkühlung. Erfrischt. Naja, nicht so wirklich, das ist ja eine schöne Badewanne. Aber ja. Aber das passt ganz gut zum Thema dieser Woche irgendwie. Stimmt, Spa-Woche für uns. Wellness durch und durch. Heiße Duschen, heiße Badewanne. Heiße Duschen, in der Tat heiße Duschen. Wir hatten auf unserem Spielplatz tatsächlich warmes Wasser, was aus der Wand kommt, nicht mit so einem elektrischen Duschkopf. Ich meinte jetzt eher den heißen Wasserfall. Aber ja, wir hatten wirklich heiße Duschen. Außerdem natürlich den heißen Wasserfall, der wirklich cool war. Und wenn man auf den hochgeklettert ist, dann gab es halt den Pool. Dann die Sauna. Hatten wir eine Natursauna. Oh mein Gott, der Wahnsinn. Mit 41 Grad warmem Wasser unten drin. Wir sind also jetzt top entspannt für unsere letzte Woche in Guatemala. Ja, und da gucken wir mal, was das für uns bereithält, das Land. Ja, kommt mit. Genau. Um nichts zu verpassen, abonnieren, liken, Glocke, Kommentar toll finden. Das hilft uns sehr, da freuen wir uns. Und wir sind an dieser Stelle raus und sehen uns einfach im nächsten Video. Bye bye. Bis dahin, ihr habt euch wohl.